Ach, guck. Fertig. Hey ho und herzlich willkommen zur heutigen Folge Minecraft SciTech. Wie gestern angekündigt, werden wir heute uns um die Query kümmern, aber werden unsere Query upgraden auf die Ender Query. Und zwar ist das Coole bei der, dass wir nicht ja, okay, wir brauchen nicht abstecken mit den Landmarks, aber wir haben auch nicht die riesen Löcher, die dann doch viel Ressourcen ziehen. Und sonst soll die wohl genauso funktionieren wie die andere. Deswegen würde ich sagen, bauen wir uns die Ender Query mal und schauen uns das dann einfach mal an. So, Ender Query. Ich brauche hiervon mehrere. Deswegen bauen wir einfach mal 16 Stück. Ender Query. Haben wir schon irgendwas davon? Das Ding haben wir. Achso, das hatte ich mir gar nicht angeguckt. Diamonds. Okay, ich brauchte nur ein paar Diamanten. Ist jetzt auch nicht so teuer. So. Wo sind jetzt? Da. 4, 8 Stück davon. Das heißt, wir brauchen ein Enchantment Table. Schwupp. Okay, ich habe kein Buch. Ey! Ich wollte mein Enchantment Table. So, dafür brauche ich ein Buch. Dafür brauche ich Papier. Rein damit. Ich brauche ganz viel Papier. Also, Stack. Oh, nee, so viel habe ich gar nicht. Ein Buch. Schwupp. Machen wir einfach alle Bücher, die wir haben. Und ein Enchantment Table. So. Jetzt könnte ich mir die Box rausholen. Ich brauche 8 Stück. Die muss ich jetzt verzaubern. So, wo stellen wir den denn hin? Oben. Oben ist schick. So, das ist nur ein Gästebett. Kommt da weg. Und dann braucht das, das. Hier frei. Hier hin. So, und zwar wollen wir hier ein paar Bücher verzaubern. Okay. So, dann holen wir mal alle raus. Wir haben genug Level. Stört uns kein bisschen Mist. Aber schon nicht so cool. So, haben wir alles verzaubert. Ich hoffe, das klappt so. Und so. Jetzt Ender Query. Dann machen wir einfach Q. So, dann bauen wir mal Ender Query. Nochmal gucken. Achso. Ich hoffe, dass ich davon noch... Oh, cool. Habe ich doch mehr, wie ich dachte. So. Ein Bookshelf brauchen wir auch noch. Shit, ich brauche sogar mehr davon. So, jetzt erstmal hier so Augen machen. 2 Stück. Genau. Dann die Dinger und die Dinger. Okay. Das heißt so. Ah, nee. Erstmal muss ich die damit die Dinger bauen. Hier. Die. Hallo? Hast du kein Gold? Das ist doch Gold. Wie stellt er sich denn so an? Bücher. Und Bookshelf. Ein. Okay. Query. Ender. So. Da ist er. Ein habe ich jetzt nur gebaut. Ich brauche 8. Okay, das heißt, ich darf noch ein paar Bücher bauen. Cool. Dann müssen wir uns noch Zuckerrohr holen. Oh, ich habe mein Jetpack nicht auf. Das habe ich hier noch vergessen. So, das heißt, wir nehmen uns mal ein bisschen Bone Meal mit.
Okay, das ist jetzt nicht so viel. Gucken, ob wir da vorne noch was drin haben. Jawohl. Bisschen Bone Meal genommen. Huch. Und ich weiß doch, dass wir da vorne... Na. Zuckerrohr hatten. Ja, da vorne ist was. Super. Huch. Heiß. So. Okay, hier ist nicht so viel dran. Aber es ging schon vorwärts. So, und jetzt werden wir einfach mit Bone Meal. Geht das nicht? Ah, ich kann das nicht mit Bone Meal wachsen lassen. Okay, 22 Sugar. Ja, wir gucken mal, was es noch für Möglichkeiten gibt, Blätter zu nutzen, also zu kriegen. Und dann schauen wir mal, irgendwas ermöglicht uns das Spiel schon. Eben schlafen gehen. Ist noch nicht Nacht, noch nicht ganz. Hier habe ich aber auch keine Bücher drin oder so. Da habe ich Paper. So, wir gucken jetzt einfach mal. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass mich das so lange auffällt. Aber egal. So, das. Schwupp. Haben wir die auch noch? Gucken wir mal. Paper. Wie kann ich denn Paper produzieren? Mit Hemp. Sawdustone. Woodchips. Und Letters. Ach, Quicklime geht auch. Guck mal an. Wie produziert man denn nochmal Quicklime? Genau, Kalzit. Schmelzen. So, das ist cool, das ist cool. Denn Kalzit haben wir. Eine ganze Menge. So, das da rein. Das oben mal nachfüllen. Dann werden wir nämlich das und einmal Wasser und schon. Also so und so. Schon kriegen wir eine Menge Paper. Ach, guck, den Wassereimer muss ich immer wieder auffüllen. Aber ist ja auch kein Problem mit unserem Teich hier. Schwupp. Okay, das Ding oben ist wohl schon wieder ausgepowert. Dann gehen wir doch mal mit ein bisschen Kohle runter. Ja klar, mit den neuen Maschinen da vorne, die brauchen schon eine Menge Energie. Aber ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug. So. Wasser. Schwupp. Wasser. Schwupp. Ja, okay, ist natürlich ein bisschen nervig. Wenn wir jetzt extra dafür 3-4 Eimer bauen, wollte ich jetzt auch nicht. So, haben wir das auch geschafft mit ein paar Stacks Papier. So, jetzt. Book. Shelf, da haben wir. Wir brauchen... Ah ne, erstmal muss ich Bücher erstellen. So, schwupp. 20, jetzt habe ich kein Leder mehr. Jetzt wollen sie mich ärgern. Aber die Dinger kann man auch super nutzen, um aus dem Zeug Leder zu machen. Hervorragend. So, Bücher. Jetzt brauchen wir noch ein paar Bücher. Hallo, Puck. So, schwupp. Haben wir die auch noch? Denn wir brauchen noch 7 Bookshelves. So. Ich habe gerade vergessen, was ich da wieder bauen muss. So. Gold, Bookshelf, okay. Gold. Bookshelf in die Mitte und die Verzauberungsbücher außenrum.
Ups. So. Noch eins. Ja, da müssen wir wohl alle Bücher nochmal mitnehmen. Wir werden auch noch welche produzieren dürfen. Nee, das raus, da drauf. So geht das doch. Ja, und wenn die XP wenig wird, kann ich auch unten noch an das Barrel gehen und mir einfach meine XP-Berries reinpfeifen. Ist ja nicht so, als wenn ich davon nicht... Ups. Auch ein Stack hätte. Ne, 64x64 Stack. Also das wird mir auch nicht ausgehen. So. Gehen wir eben runter, bauen nochmal ein paar Dinger davon. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so nervig ist, würde ich sagen. So, zwei. Ne, drei haben wir jetzt davon. Vier. Ja, die vier müssen wir noch bauen. Das heißt noch 12 Bücher. So. Machen wir doch mal das da raus. Schwupp. Gucken, ob wir hier vorne noch irgendwas... Rotten Flash haben wir noch. Leder aber nicht mehr. So. Wie heißt denn das Gebrannte jetzt? Quicklime, genau. Quicklime, mit dem dabei. Ein Stack. Ne, 37. Reicht aber auch. Wir sollen jetzt nämlich nur noch Bücher. Und ich brauche 12 Bücher. Ich meine, ja, 12. Ah, jetzt haben wir noch nicht mal mehr Papier. Alles geht hier aus. Quicklime. Da haben wir einen. Schwupp. Wasser holen. Jetzt baue ich mir doch einmal. Ne, baue ich nicht. Ich bin zu geizig dafür. Ach, egal. So. Papier. Eimer. Schwupp. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche gar nicht so viele. Da werden ja richtig viele schon produziert. Einmal hole ich noch, dann müsste das ja langen. So. Und jetzt Ender Quarry. Sollten wir davon ja... Ach, der macht nichts selber. Gold. Klack, 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 klack. Der dahin. Die... Ach, ich muss ja erst Bücher bauen. Book. So, ich brauche genau... 12. So. Die gehe ich jetzt eben verzaubern. Och man, das kostet mir zu viel Zeit. Ich dachte, das wird alles schneller gehen. Mensch, Mensch, Mensch. Ich wüsste auch nicht, wie ich es mal eben schneller machen kann. Was? Nein, das raus, das rein, so. So, fix hier durchklicken. So, 5 Level haben wir noch. So, ging ja so geradeaus. So, jetzt gucken wir mal unten. Jetzt bin ich nur Level 2. Cool. So, jetzt gucken wir hier. Gold brauchen wir. In die Ecken. Das Bookshelf in die Mitte. Und die VZ-Bücher außen rum. Eins. Zwei. Und so das letzte noch. Fertig. So, das weg, das weg. Dann haben wir das doch. Und weiter gucken. Ender Quarry.
Enderkuh. Da ist er. So, die Dinger können wir jetzt bauen. So, und... Hey. Was bist du denn da? Du. 1 und 2. Haben wir das. Dann haben wir das, 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 das. Jetzt die Dinger noch. Ein Lava-Bucket, ein Water-Bucket. Ender-Eye, Diamond. Die Dinger und eine Iron-Pickaxe. Dann bauen wir 2 Iron-Pickaxe. Kein Problem. So, Lava-Bucket. Water-Bucket. Und haben wir das Ding. So, ich weiß, dass ich hier noch ein Lava-Bucket habe. Dann brauchen wir noch ein Water-Bucket. Schwupp. Lava. Water. Was war in der Mitte? Habe ich vergessen. Ender-Query. Ein Ender-Auge. So, haben wir es auch. So, dich noch produzieren. So. Die hier noch bauen. Schwupp. Diamanten haben wir auch eine Menge. Und dann... Ist eigentlich so, so. So, so. Ach, die haben wir jetzt nicht mehr. Schwupp, das auch noch da rein. Drauf gedrückt. Ender Query ready. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit. Das könnte ja glatt hinhauen. So, jetzt müssen wir mal eben noch hier schlafen gehen. Komm schon. Jawohl. Wird mal eben geschlafen. Und jetzt wird die Ender Query aufgebaut. Dafür brauchen wir Wood. Nein, nicht Pipes. Wie heißen die denn? Fans. So. Aus den Dungeons haben wir sogar ganz schön viele schon bekommen. Also können wir die jetzt einfach nutzen. So. Ja, da kümmern wir uns gleich drum um die Energieversorgung. Jetzt wird erstmal hier... Ich weiß nicht ganz genau, wie das geht. Aber... Ich teste das jetzt einfach mal. Und zwar meine ich... So. Ich meine so. Und dann gehe ich das Grundstück ab. Da, wo ich jetzt halt alles abbauen möchte. Muss das einmal so umkreisen. Und ich kann das halt anscheinend so groß machen, wie ich möchte. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal noch ein Stückchen weiter. Ups. Den mal eben entfernen. So. Und ich würde sagen, für Testzwecke reicht das hier von der Größe. Ups. So, da wird hier mal schnell durchgezogen. Hoch. Wo geht's denn hier hin? Okay. Ja, es ist anscheinend nur wichtig, also mir wurde das gesagt, es ist nur wichtig, dass die Dinger sich verbinden. Na, komm, weiter, weiter, weiter. So, dann bauen wir hier jetzt wieder hoch. So. Hier geht es schon wieder runter. Was ist denn hier los? Berg- und Talbahn. Oh, jetzt habe ich zu viel gebaut. Oder zu schnell. So, die Dinger eben ab. Mal gucken. Da vorne ist das Ding. Oh, das ging jetzt aber weg. Cool. Ah. Ich hasse diese ganzen Stufen hier. Ja, mit einer normalen Query hat man diese Arbeit nicht. Da setzt man drei Fackeln und gut ist. Hier muss man einmal außen rum und Würg und Kotz.
So, jetzt holen wir uns von da vorne das Lot. Und dann ist gut. Na, weg du Kaktus. So. Schwupp. Hier mal eben. Ja, immer ein Blick auf die Uhr. Das macht mir immer Sorgen. Aber haben wir das doch geschafft. Verbunden. Sogar fast perfekt. So, der noch weg. Dann müsste die Query soweit ja... Theoretisch könnte die jetzt schon funktionieren. Das heißt, ich werde jetzt hier einen raushauen. Und die Query dazwischen setzen. Und er sagt mir jetzt gar nichts, was? Analyzing Fence Boundary. Fence Boundary Split at 1379. Das heißt da vorne. Nee. Nee, was? Stellt ihn das hier? 656. Okay, das stört ihn. Dann machen wir einfach so. So. Dann schnappe ich hier meine Schippe. Mach da einfach mal eben die Dinger drunter und hoffe, dass das jetzt so klappt. Also ist ja cool, dass er wenigstens eine Warnung gibt. So. Stop at 1403. 656. Was ist denn jetzt los? Das ist, finde ich, jetzt ganz schön nervig. Ah, da fehlt einer. Okay, ja, da habe ich einen Fehler gehabt. Alles okay, Entschuldigung. Das konnte mir vorher mit der Query nicht passieren. Ach, guck. Fertig. Das hat doch gefunkt. So, dann packen wir mal eben die ganze Gülle weg. Hier, schwupp, rein da. Alles mal eben aufgeräumt. Und jetzt brauchen wir die Energy Pipes. So. Ja, er versucht schon zu scannen. Dabei hat er ja noch gar keinen Strom. Kriegt er ja jetzt erst. Schwupp. Vier Öfen dran. So, wo haben wir da auch alles drin? Hier. Dann brauchen wir eine Wooden Transport Pipe. Schwupp. Okay. Jetzt muss ich schauen. Vielleicht connectet da einfach eine andere Pipe. Nein, hier alles mal raus. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich hoffe jetzt, dass die da dran connected. Ne, auch nicht. Okay, anscheinend kann ich damit nicht da dran. Dann gucken wir einfach bei meinem Kollegen. Und ich würde sagen, er hat das ja schon am Laufen. Das heißt, ich gucke einfach, was er da verbaut hat. Und werde dieselbe Sachen nutzen. Er ist immer noch nicht viel weiter. Was ist da los? So, er hat eine Kiste einfach direkt draufgestellt. Kiste oben drauf. Ja, das ist natürlich uncool. Finde ich nicht schön. Aber was soll man machen? Da muss ich mal gucken, dass bei mir... Ja, vor allem die Items pumpen da jetzt so langsam raus. Was hat er denn für Pipes da oben drüber? Dann gucke ich, dass ich die noch baue. Verschieben muss ich das ja alles dann doch noch um eine Folge. Leider.
Was hat er da drauf? Itemduct. Mal eben kurz gucken. Duct. Fluidduct, Itemduct. Hardened Glass, Tin Ingot. Okay. Ja gut. Dann geht's nochmal ab in die Stadt. Und ja. Dann muss ich das leider alles doch noch auf morgen verschieben. Ich habe es heute nicht geschafft, das alles fertig zu kriegen. Aber ja, ich wäre mal lieber bei der alten Quere geblieben. Scheiß auf die Löcher. Aber egal. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder. Dann endlich mit einer funktionierenden Ender-Query. Wenn nicht, mache ich so lange weiter, bis sie funktioniert. Wir sehen uns morgen. Tschüss.